Das kann doch nicht sein. Die ganze Zeit verspiele ich mich. Hi, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute ist irgendwie nicht mein Tag. Heute Morgen habe ich verschlafen. Dann habe ich meinen Haustürschlüssel vergessen. Und jetzt übe ich für meine nächste Gitarrenstunde und bin mega frustriert. Ich zerbreche mir den Kopf, wie ich diese Akkorde spielen soll. Ich glaube, ich habe seit der letzten Stunde alles verlernt. Hey Ida, hast du mein Handy gesehen? Ich habe es schon wieder verlegt. Ja, das liegt im Badezimmer, im Regal. Ah. Apropos, verlernt und verlegt. Jeff Graf hat gefragt, was die Verben mit ver und zer und er bedeuten. Das erkläre ich euch jetzt mal. Verben mit ver gibt es viele. Verschlafen, vergessen, verlernen, verlegen, sich verschreiben. Aber was bedeuten diese Verben genau? Manche Verben mit ver drücken aus, dass irgendwas schiefgelaufen ist, also nicht geklappt hat. Heute Morgen musste ich um 7 Uhr aufstehen, aber ich habe meinen Wecker nicht gehört. Ich habe also verschlafen. Das heißt, ich bin nicht pünktlich genug aufgestanden. Es ist also anders gelaufen als geplant und das Resultat war nicht positiv. Deshalb sage ich verschlafen. Genauso mit dem Schlüssel. Ich bin rausgegangen und habe den Schlüssel zu Hause liegen gelassen. Ich habe ihn vergessen. Ups. Und hier habe ich mich verschrieben. Ein G wollte ich schreiben, kein K. Ver kann also bedeuten, etwas ist schiefgelaufen. Das Gitarrespielen habe ich verlernt. Den Bus habe ich verpasst und das Handy habe ich verloren und so weiter. In fair steckt auch die Idee, dass es kein Zurück gibt. Etwas passiert und man kann es nicht einfach rückgängig machen. Wenn man sich verliebt zum Beispiel, dann ist alles zu spät. Deshalb hören sich Verben mit ver manchmal sehr nostalgisch an. Wie die Zeit vergeht. Ich lebe jetzt schon 4 Jahre in München. Wow. Ver kann auch einfach bedeuten, dass sich etwas verändert. Zum Beispiel hier auf dem Tablet. Ich kann das Bild vergrößern oder verkleinern. Das heißt, ich ändere die Größe. Ich kann auch etwas verkürzen oder verlängern, zum Beispiel die Länge meiner Kette. Es gibt natürlich auch viele Verben mit ver, die ziemlich neutral sind, also keine negative Bedeutung haben. Verbringen, verkaufen, verschenken. Ida, wieso ist meine Müslischale zerbrochen? Hast du sie kaputt gemacht? Ups, das habe ich ganz vergessen. Das ist mir heute auch noch passiert. Ich habe die Müslischale für meine Mitbewohner fallen gelassen. Sie ist in 1000 Scherben zerbrochen. Zer heißt oft, dass man etwas in kleine Stücke teilt. Ich zerkleinere zum Beispiel gerne die Nüsse für mein Müsli. Zerkleinern, zerbrechen, zerschneiden, zerreißen. Und so sieht es übrigens aus, wenn ich mir den Kopf zerbreche. Wenn ich mir den Kopf zerbreche, heißt das, dass ich sehr angestrengt über etwas nachdenke. Verrückt, wie viel Bedeutung in so einer kleinen Vorsilbe steckt. Ver und zer heißen Vorsilben, weil sie immer vorne am Verb kleben. Die beiden sind untrennbar. Ver und zer betont man nicht. Die Betonung liegt auf der Silbe danach. Verstehst du das?
zerbrich dir nicht den Kopf. Am Anfang habe ich euch ja erklärt, was es bedeutet, wenn man etwas verlernt. Ich habe Gitarre gelernt. Ich konnte das. Und jetzt kann ich es nicht mehr. Ich habe es verlernt. Aber kennt ihr den Unterschied zwischen Lernen und Erlernen? Der Unterschied ist ganz klein, wie die Vorsilbe er. Lernen kann man vieles. Eine Sprache, ein Musikinstrument, eine Sportart. Ihr lernt Deutsch zum Beispiel. Lernen kann man immer sagen. Wenn man aber etwas lange gelernt hat und beispielsweise die Schule, eine Ausbildung oder ein Studium mit Erfolg abgeschlossen hat, dann kann man auch sagen erlernen. Ich zum Beispiel habe einen Beruf erlernt. Lehrerin. Das habe ich gelernt. Das kann ich richtig gut. Und das verlerne ich auch nicht mehr. In meinem Leben habe ich viel erreicht. Ich habe einen tollen Beruf erlernt. Kleiner Tipp: Erlernen sagt man wirklich nicht oft und meistens in der Vergangenheit. Denn ob das Lernen ein Erfolg war, weiß man ja erst am Ende. Also benutzt man Verben mit er meistens in der Vergangenheitsform. So auch das Verb erbauen. Die Frauenkirche in München wurde 1494 erbaut. Das hat Spaß gemacht, euch die Bedeutung der Vorsilben fair, zehr und er ein wenig zu erklären. Ich hoffe, ihr müsst euch jetzt nicht mehr den Kopf darüber zerbrechen. Gleich abonnieren und keine neue Folge verpassen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Eure Ida. Und nicht vergessen, die Abo-Glocke.